Schönen guten Morgen, Freunde. Die Viererkette ist unterwegs. Ihr wisst, was das heißt. Matchday. Heute auswärts gegen Teutonia. Erster gegen Zweiter. Auf Kunstrasen. Mal was ganz anderes. Für mich persönlich eher unangenehm. Bin nicht mehr der, der gerne auf dem Kunstrasen spielt. Aber es ist, wie es ist. Wir müssen das Beste daraus machen. Hab trotzdem Bock, weil eine Mannschaft mit viel Qualität. Von daher wird es, denke ich, mal ein spannendes Match. Liegt an uns, wie wir die Herausforderung Kunstrasen annehmen. Wir haben auch ein paar gute Kicker in den Reihen. Von daher sollte es für uns auch kein Problem sein. Ja, jetzt drehen wir erstmal unsere Runde. Wie immer geht's weiter mit Frühstück. Und 9.45 Uhr fahren wir dann langsam Richtung Stadion. Da steht der Bus bereit. Und dann geht's los. Leute, Frühstück habe ich jetzt mal nicht gezeigt. Aber hat sich auch nichts verändert. Ein Becher Melone, ein Becher Joghurt. Ein Kaffee, nichts Neues, Nudeln sind am Kochen. Es ist 8:45 Uhr, in einer halben Stunde geht's los zum Stadion. Aber heute probiere ich was Neues. Peach, die hat eine neue Produktreihe gelauncht. Live Collection. Auch hier das Mind-Ding von PhD Live. Knall ich mir mal rein. Soll die geistige Fähigkeit steigern. 30 bis 60 Minuten vorm Spiel. Ich werde es heute mal probieren. Dazu ändert sich nichts. Mein Lunchbeutel. Riegel. Heute nehme ich Bürstchen. Riegel. Dann haben wir natürlich das hier. Heute probiere ich auch mal Kirsche. Und Powerade, Red Bull. Und Auswärtsspiel. Ihr wisst, was darf nicht fehlen, ganz genau. Jetzt mache ich meine Nudeln. Dann werden die abgefüllt. Für den Bus. 3 Stunden vorher reinhauen. Und jetzt mache ich erstmal alles fertig, ziehe mich um, mache mich fertig und dann sehen wir uns im... Ganz kurz, was? Du hast nicht vergessen, dein Frühstück zu filmen, du hast verkackt. Ich habe es verkackt, mein Frühstück zu filmen. Ich habe auf Slow-Mo gefilmt, aber ich hole es eh nur raus. Also, ich mache jetzt alles ready, dauert auch immer so seine Zeit und dann sehen wir uns gleich im Auto. Das ist doch wieder auf allerletzten Drücker. Heute wird es sehr eng. Wir gehen jetzt doch drauf. Tiefgarage ist doch mal wieder eins. Guck mal. So Leute, es geht los. Das Ding ist, Kunstrasen ist immer so eine Wundertüte. Wir müssen gut ins Spiel kommen, direkt von Anfang an reinkommen. Die haben natürlich ganze Woche da trainiert, deswegen haben die da einen kleinen Vorteil. Aber Heimspiele immer auf Kunstrasen. Deswegen, das ist immer so ein kleiner Vorteil für die, finde ich. Vor allem gerade am Anfang, wir müssen Warm-up gut nutzen, wie die Pille läuft. Vor allem ist es auch nicht so ein guter Kunstrasen, weil da 8000 Mannschaften aus Hamburg jeden Tag drauf spielen. Aber ich glaube wirklich, das ist auch so eine erfahrene Truppe wie wir, gespickt mit Regio-Spielern, die überall herkommen. Aber ich glaube, fußballisch sind wir ein bisschen besser und das ist auf Kunstrasen sehr wichtig. Ist das Corny? Das ist Corny. Corny muss heute wieder einen reinbuffen. Dann müssen wir das Ding wieder ziehen. Heute ist es auch wieder ganz schwierig, einen Orakel abzugeben. Aber ich muss ja was sagen. Das Ding ist, es ist halt wirklich schwierig, wie wir ins Spiel reinkommen. Riesenplatz, Kunstrasen. 3 Wechsel werden wir vornehmen. Die müssen auch gut reinkommen. Lange nicht gespielt, die Jungs. Oder auch lange nicht von Anfang an gespielt. Boah, aber ich glaube, Hinspiel wollte ich schon sagen, letzte Saison haben wir dort 2-1 gewonnen mit Ach und Krach. Ich glaube, wir gewinnen wieder 2-1. Diese Saison sind wir so ganz knappe, wir sind ganz knapp unterwegs. 2-1, 3-2, 2-1. Du gehst mit einem 3-2, ich gehe mit einem 2-1. Wir gewinnen 2-1. Torschützen sage ich mal lieber nix. Aber wie gesagt, mir ist es wirklich scheißegal, wie. Es gibt 2 Spiele in dieser Liga, die ich nicht mag. Das ist dort wegen Kunstrasen. Kunstrasen ist gar nicht meins. Aber ein Spiel muss man sich immer quälen. Morgen, Rücken liegt ganz woanders. Hab bei Kleinanzeigen schon geguckt. Neue Leiste und unterer Rücken kommen Montag an, sind bestellt. Und in Heide, der Rasen ist so lang. Diese beiden Spiele muss man nicht unbedingt machen. Deswegen immer unangenehm die Fahrt. Aber egal, irgendwie 3 Punkte mitnehmen, weiter von oben grüßen. Und dann will ich nichts mehr. Also Leute, wir holen jetzt noch einen Mannschaftskollegen ab. Den nehmen wir mit und dann geht's in den Bus und dann sehen wir uns fresh auf dem Kunstrasen im Stadion Ruhrluft. I don't wanna dance, I just wanna lie. Got a salary up in my cargoes. Push one button, make the car go. Bet I've been a man since top speed. Best kept secret, but it's time I need a spot. I just wanna lie. I just want a lot, not a little bit. I don't need a pint, just a little sip.
been up in the mood. Dann nennt sich Chris auch. Ich kurz beherrschen. So, 1-0 verloren. Scheiß Kunstrasen, aber gehört auch dazu. Man kann nicht immer gewinnen. Wir haben auch nicht so das gespielt, was wir wollten. Gerade erste Halbzeit verschlafen. Dann zu spät angefangen, Fußball zu spielen. Nur Standards reichen eben nicht und wieder ein Standard kassiert. Unkonzentriert. Aber egal, das schlimmste Spiel des Jahres ist weg. Dieser Platz ist weg. Es gibt ein Rückspiel. Da holen wir uns die Punkte zurück. Und wie gesagt, man kann nicht immer gewinnen. Niederlagen gehören auch dazu. Vielleicht haben wir es gebraucht, mal eine Niederlage. Weil das war gar nichts heute. Und jetzt schauen wir nach vorne. Nächsten Freitag geht es, glaube ich, schon weiter. Und ja, ich sehe es mit Zimmer jetzt um, fahre nach Hause und dann hören wir uns im Auto wieder. Einbahnstraße. Schade. Ja, Freunde, wir fahren das erste Mal in dieser Saison mit dem Donut nach Hause. Sehr bedient. Aber mehr als einen Punkt hätten wir auch nicht verdient gehabt. Erste Halbzeit zu schlecht. Ja, kommt alle rüber. Ja, erste Halbzeit war echt schwach. Schwächste Saisonleistung. Schiebe ich jetzt mal auf den Kunstrasen. Das hat auch gar nicht gebockt, bin ich auch ehrlich. Überall Schmerzen. Torn, Rücken, Waden, Ferse rechts. Mir alles schon mal neu bestellt. Aber egal, das Schöne am Fußball ist, Freitag geht's weiter. Da können wir wieder 3 Punkte holen. Aber sehr komisches Spiel, Leute. Sehr komisches Spiel. Ach. Ehrliche Meinung? Ehrliche Meinung. Kreisliga. Das war nix. Ja, das ist Gegentor sehr komisch. Beide ganz frei da gewesen. Ah. Vorne selbst, eigentlich hatten wir Möglichkeiten nach Standards, keine Ahnung. Muss man abhaken, aber auch Niederlagen gehören dazu, Leute. Zum Fußball gehören auch Niederlagen. Es ist so. Und vielleicht kommt sie auch nicht ungelegen. Vielleicht haben wir jetzt mal die Niederlage gebraucht, starten wir einen neuen Freitag und dann Schritt für Schritt. Die Liga ist nicht einfach dieses Jahr. Teutonia, Lübeck, Norderstedt, auch Phoenix, Drochtersen-Assel. Unangenehme Mannschaften dabei dieses Jahr. Kiel 2, super Mannschaft diese Saison. HSV 2 kann auch buffen. Ja, dieses Jahr ist nicht ohne. Deswegen haben wir jetzt vielleicht mal gemerkt, wie es nicht geht und machen weiter. Auf jeden Fall habe ich richtig Hunger wie ein... Und ja, Leute, was ich noch sagen wollte. Morgen wird weiter renoviert. Schön heute geackert auf dem Kunstrasen. Überall Schmerz, aber morgen wird weiter zu Hause renoviert. Aber erstmal gibt es was zwischen meine Hörner, weil sonst bin ich noch mehr unzufrieden. Und ja, jetzt sind wir gleich da und kann ich ja mal zeigen, wie da so die Lage ist. Und dann melde ich mich nochmal mit einem kleinen Abschied bei euch zu Hause aus der Bude. Hoffentlich mit einer saftigen Portion Nahrung vor der Fresse. Also, man riecht sich. Ja Leute, das sind die Schattenseiten im Leben. Man ist den ganzen Tag unterwegs. Für Nullinger. Aber jetzt gibt es blödsinniges Essen. Schon mal wieder ein bisschen zufrieden. Familie ist auch am Start. Wie gesagt, es wird renoviert. Lassen wir es uns schmecken. Und Freitag geht's weiter gegen Heide. Heimspiel, Flutlicht. Freitagabend, super. Kommt der nächste Vlog. Also, dranbleiben lassen. Abonnieren. Ihr wisst es. Und jetzt, wie gesagt, nur noch essen. Und dann wird's reingelegt, weil morgen Arbeitstag.